Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Agrarian Skies mit mir, Andrena, und vielen, vielen Bienchen, die hier ganz fleißig sind. Jetzt habe ich hier drin die Boggy, jetzt habe ich doch auch noch Damp Viecher, oder? Marshy, 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 Damp Drone, Damp Drone. Ich habe leider keine Damp Boggy, Marshy, 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 Marshy ohne Ende. Shit. Okay, ich habe leider keine Boggy, keine Damp Princess oder wie auch immer diese Viecher hießen. Ich habe hier alles Mögliche, also wirklich alles Mögliche. So, ich habe jetzt auch Industrious Bienen hier, die hier Pollen holen, obwohl ich hier keinen Sieve drin habe. Auch interessant. Auch interessant, doch. Läuft soweit. So, Modest Princess. Haben wir inzwischen mal eine Modest Princess bekommen? Das wäre ja mal nett. Da wäre ich ja echt mal begeistert. Leider immer noch nicht. Das gibt's doch nicht. Wie An und Genom, beide. Mist. Parched Comb. Ist schön und gut, hilft mir aber wenig. So. Wir gehen mal kurz hier rein und packen vielleicht nochmal neue Honeyjobs rein, beziehungsweise hier oben kriegt er von mir neue Sachen. So, Honeyjobs. Viel dürfte eigentlich nicht mehr fehlen. Go with the flow. Da, Sticky Situation, 97%, okay. Wie sieht es denn bei den anderen Fluids aus? Wir haben hier Fueling the Void, Cooler Than, Completed. Okay, Liquid Mops, 96%, auch cool. Bei der DNA, das würde mich jetzt nochmal interessieren. Liquid Beast, oh, wir haben schon 8%, immerhin. Ich glaube, ich hatte jetzt die Queen eigentlich durchgeballert? Hat das funktioniert? Mit der Queen? Anscheinend. Oder jetzt hat er ja noch den Cultivated. Marshy. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da alles reingepackt habe. Ach du Heiliger. Gut, wir gehen nochmal hoch. Ich werde jetzt nochmal, zum Beispiel hier bei Majestic, die sind so extrem voll. Ich werde jetzt erstmal hier sämtliche, so einen guten Schwung von denen da auch mal reinpacken. Bis das Inventar voll ist und dann ab in den DNA-Extraktor. Ich habe zu viele Bienen. Alles, was zu viel ist, geht weg. Vor allem Drones habe ich so viele. Die kann ich eigentlich ruhig mal durchpacken. So, hier haben wir noch ein paar Princesses für die Cultivated bekommen. Cool. Sehr cool. Purple. Ich muss hier gerade mal ein paar Combs rausholen. Da, Mundane und Otherworldly. Whatsoever. Stringy. Diligent, da haben wir noch ein paar Stringy, Coco Combs. Boah, Combs ohne Ende. So, ich komme gleich hinterher. Oh Gott, ey, ihr seid so krass, ihr Bienchen. So, Noble, das habe ich eingesammelt, was ich gar nicht einsammeln wollte. Möp. Okay. Imperial, haben wir auch noch was. Bam, bam, bam. Okay. Kann man einmal hier was reinwerfen. Bam, 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 bam. Und den. Für die Quest könnte ich auch nochmal die Mellow Combs mitnehmen, die Wheaten Combs und hier hinten die Energetic Combs. Haben wir das auch geklärt? Njop. Hi. Energetic. So. Quest Book. Oh, 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 da ist die Quest fertig. Da. Sticky Situation. Wir haben es geschafft. Purple Princess. Scooperator MX200 Turbo. Die Purple Princess brauchen wir nicht unbedingt. Die haben wir schon. Oder? Purple Princess? Die haben wir. Die Purple Bees haben wir doch, oder? Da, Purple. So war das nicht gedacht. Purple. Haben wir. Okay, brauchen wir erstmal nicht. Scooperator MX200 Turbo. Ich weiß nicht, wofür ich ihn bräuchte. Ich nehme mal den Reward Bag. So, als erstes können wir mal das Herzchen hier schnabulieren. Dann einmal die Quest abgeben. Hier, Questbook. Das war unter Bees and Trees, die hier, Manual Submit, oh, 89% hier. Für die Certus Combs sind wir noch am Arbeit, da fahren wir auf die Modest Princess. Die kommt einfach nicht um die Ecke, die blöde Kuh. Einmal die Reward Bag angucken. Potion Flask, was für einer? Flight. Ja, brauche ich jetzt unbedingt, ich habe ein Jetpack. Macht aber nichts, nehmen wir trotzdem. Und wir kriegen hier Angry Doll und eine Creepy Doll. Das ist natürlich nicht schlecht. Angry Doll, Creepy Doll. Kann man mal machen. Falls ich mal wieder eine Blaze brauche, nehme ich her.
so und so. Die Combs können da noch mit rein. Den Jelly. Der Jelly kommt da rein. Und ich kann das hier abbauen. Haha, guck mal. Weg damit. Und weg damit. Okay. Das QDS. Haben wir eine Quest fertig? Ich bin begeistert. So, so. Das Ding da rein. Den Raw Fish da rein. Ich muss gerade mal nach meinen Fischen gucken. Fällt mir ein. Hat es hier was gebracht? Ist da was reingekommen? Tatsächlich ein Stingray. Eher hin. Ich meine, besser als nix. Irgendwie muss ich so überlegen, wie ich es mit dem Fischfeeder mache. Okay, da sind wieder alle mit dem Scheiß gewachsen. Wie sieht es bei der Milch aus? Habe ich auch ewig nicht mehr nachgeguckt mit der Milch. Klappt das hier jetzt eigentlich hier? Klappt da was? Da klappt da nix. Aha. Werte Kühe. Sind auf jeden Fall genug Kühe da? Wie sieht's hier aus? Es kommt tatsächlich Milch an. Ich bin begeistert. Milchquest. Oh, ich muss hier weg. Hilfe. Go with the flow. Milch. Oh Gott, das dauert noch ein bisschen. Das haben sie noch was zu tun. Gut. Industrious Viecher. Ich brauche eine Industrious Drone. Ist noch nicht fertig. Gibt's ja nicht. Gut, ich brauche aber auch eine, um zu vermehren und so. Blöd. Hier sieht's gut aus. Er funktioniert mit der Marschi. Ich bin begeistert. Die Boggy tut mir auch nicht weh, ne? Nee, die tut mir nicht weh. Die ist lieb zu mir. Jetzt haben wir nur dieses Damp. Das haben wir versaut irgendwie. Map. Okay. Gut. Bienen. Enderperle. Da sind wir dabei mit der Winsome Bee. Die Certus Combs. Ja, es fehlt immer noch die Modest Princess. Modest. Da Modest Vermehrung. Ich könnte jetzt mal Modest. Was habe ich hier eigentlich noch? Habe ich hier noch was drin? Nee, da ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Wir haben ja noch mit den Common Bees inklusive Common Princesses. Die brauche ich auch gleich. Sobald ich eine Industrious Drone habe, brauche ich die. Habe ich aber noch nicht. Mann. Okay. Boah, ich kann jetzt aber, jetzt, was ich seit Ewigkeit nicht mehr gemacht habe, mal meine Quests durchzuschauen. Wir wissen da, Hilfe, dauert noch ein bisschen, cooler than Gelid Cryosium. Warten wir noch ein bisschen mit. Liquid DNA funktioniert soweit. Ethanol, ja, da müssen wir ganz was anderes machen. Fluid Protein, da brauchen wir Meat. Das machen wir nachher mit den Mobs. Was können wir hier unten denn picken? Water Hive, oh. Water Hive. Cool. Ein Oyster Pearl. Aber ich glaube, ich nehme den Water Hive, wenn ich da lustige Bienen rauskriege. Spawn Pick. Aha, und für. Boah. Sewage. Da muss ich dann nochmal andermal ran. Mushroom Soup. Ja, Gottes Willen. Pyrotheum. Blazing Pyrotheum Bucket. Ja, klar. Immer doch. Gut, was sagen denn die anderen Quests bei. Hell's Kitchen zum Beispiel. Tomato 49%. Leafy Greens 38%. Dauert noch. Das dauert noch. Beasts and Trees wissen wir. Your Wizard Steve wissen wir. For the Hoarding zum Beispiel. Soul Sand 32%. Near Infinite Power. Ja, dauert noch Ewigkeiten. Dirt Collection machen wir gerade gar nicht weiter. Slimy dauert auch noch. Also alles in allem merken wir, dauert alles noch. Ich könnte hier nochmal echt mal ins Nether gehen und da mal Zeug einsammeln. Nether Iron Ore und so ein Scheiß. Und da fahren. Jetzt können wir nochmal hier. Gucken, wie viel haben wir da? Oh, wir haben jetzt hier wieder jede Menge Seeds, die wir mitnehmen können. Um mehr Dings zu bauen. Guck mal, hier. Einmal hier. Schwupp. Seeds rein. So, dann wird hier direkt mal neues Zeug rausgebaut. Der Bioreaktor. Unser guter Bioreaktor. Wenn das da mal ankommt im Bioreaktor, wäre ja schön. Okay, schon sehen wir hier, kommt Ethanol an. Das müsste dann auch in der entsprechenden Quest zu finden sein. Go with the flow. Das ist. Fueling the Void. Ja, da kommt was an. Es dauert zwar Ewigkeiten, aber es kommt was an. Finde ich schon mal gut.
Okay. Ach ja, die Quest kann ich abbauen. Haha, guck mal. Yep. So, einmal abbauen. Warte, ich lasse das mal dran, denn es kann gut sein, dass wir es nochmal brauchen. Hier kommt ja nichts mehr. Da ist auch nichts mehr drin. Jetzt muss ich nochmal gucken. Genau, das sieht gut aus. Ich lasse das jetzt erstmal so stehen, bis da denn was anderes kommt. Bis da dann irgendwie... Ne, wisst ihr schon. Gut. Hier ist jetzt erstmal wieder ein bisschen Platz, glücklicherweise. Wie viel neues Silicon haben wir denn? Können wir denn neu inzwischen bauen? Wir haben ja eins drin. Ich würde jetzt gerne mal ein bisschen mehr bauen. Ernsthaft? Wir haben doch hier noch ein bisschen, mit Sicherheit noch mal ein bisschen... Silicon. Das kann nicht sein, dass nur so wenig produziert wird. Raw Plastic brauche ich. Raw Plastic. Ist so... So lange dauert das, die Scheiße. Ernsthaft? Das müsst ihr doch... Oh. Es ist doch nicht so lange dauert, hier 9 Stück herzustellen. Ah, der produziert natürlich auch immer direkt nach, ne? Jetzt gucken wir mal, weil ja hier ja dann auch mit den Prozessors hier entsprechend arbeitet. Ja, er baut, sobald es da ist, baut er es und dann wisst ihr schon, ne? Tetraté. Guck mal, wie viel Prozessors haben wir. Wir haben hier haben wir einige Prozessoren. So, daran liegt es nämlich. Jetzt gucken wir nochmal. Storage. So, wir haben jetzt aktuell von allem zu wenig. Wir können nochmal ein Storage-Dings bauen. Wir haben ein Mega-Storage-Cluster, 2-Kilo-Storage-Cluster. Was wir brauchen könnten, das bringt uns nichts. Wir brauchen tatsächlich nochmal Storage Cells. Die ganzen schlicht und ergreifend einfachen. So, da bauen wir uns 20. Mehr können wir momentan, mehr haben wir momentan nicht. Dann bauen wir uns daraus die hier. Was fehlt da jetzt? Die Basic Processor. Möp. Processor. So, Advanced Processor, Basic Processor. Cancel. Ich brauche jetzt erstmal wieder ein paar Basic Processor. Advanced habe ich genug, ich brauche Basic Processor Assemblies. Hey. So. Habe ich jetzt mein Industrious Drone bekommen? Das wäre jetzt mal echt von Vorteil. Idealerweise 2, dass ich mir eine klauen kann. So, wie sieht's aus bei euch? Industries, wie sieht's, was habt ihr so? Ihr habt hier eine bekommen, eine extra, die nehme ich mir mit. Dann brauche ich noch eine Common Princess, die haben wir doch, oder? Common, hier, eine Common Princess, wir gucken mal kurz rein, was die so zu sagen hat. Was sagst du zu dem Thema? Du bist eine reine Common Bee, schön. Das gefällt mir und du, Industrious Biene, bist auch eine reine Industrious, das finde ich super. Dann gehen wir jetzt mal runter und gucken, was wir uns eine Ferris Princess bauen können. Haha. So, Industrious und Common, bitte arbeiten Sie. So, hier sieht es gut aus. Hier, boah, er saugt es mir leer. Er saugt es mir leer. Krass. Es ist bescheuert, wirklich. Wie viel Energie hier verbraucht wird. Da ist sowieso keine Energie drin. Ich befürchte, ich muss mal ins Nether gehen, sonst wird hier alles nix. So, kriege ich hier eine Ferris Bee. Es ist eine Ferris Queen, sehr schön. Dann brauche ich jetzt nochmal ein Industrial Apiary. Industrial Apiary. Da ist er schon. Das Ding hier bauen. Oh, da mache ich jetzt gerade mal 64 von, weil es geht mir auf den Keks, die wir bauen müssen. Da, 1, 2, 3, 4, 5. Und dann sollte das hier, warte mal kurz, machen wir nochmal 64, warum nicht? So, jetzt brauche ich, was fehlt da unten? Pistons. Auch davon gibt es erstmal ein Stack. So, schwupp. Glasblock fehlt immer. Glasblock, so, bom, bom. Jetzt habe ich das andere Ding nicht gebaut, ne? Die Industrial Apiary, da. Das Ding habe ich jetzt nicht gebaut. Klar. Bob 8.
Passt doch. Jupp, Glas immer noch. Dass er das immer noch nicht hinkriegt, geht mir auf den Keks. Glas, Block. So. Clear, nicht Clearglas, nee. Ich brauche Glasblock. So. Schwupp, 5. Perfekt. Einen brauche ich, dann brauche ich noch die entsprechenden Upgrades. Upgrade. So, einmal Seal, einmal Automation, einmal Light, einmal Seal Upgrade. Und dann gehen wir rüber. Hi. So. Dich hier hin, Kollege. Wupp. Ferris. Ferris. Vermehrung. Done. So, du kommst da rein. Das, das, das auch. Und dann darfst du hier ackern, werte Ferris Queen. Hoffentlich funktioniert das hier. Ich sollte vielleicht mal gucken, was die denn braucht. Das ist immer ein bisschen von Vorteil. Ganz normal Flowers, sonst nix. Flyer, no. Cave, yes. Diana Nocturnal. Normale Temperatur. Perfekt. Besser geht's doch gar nicht. Die Bienchen sind echt in Ordnung, muss ich sagen. Brauchen zwar ein bisschen länger, aber sie funktionieren. Vor allem hier die Pollen produziert er noch. Ich bin begeistert. Jetzt bräuchte ich immer noch Cultivated Princess Eldritch Drone. Habe ich eine Cultivated Princess bekommen? Habe ich doch, ne? Genau. Cultivated Princess, eine Eldritch Drone brauche ich nochmal. Da hätten wir sogar eine von. Whoop. Okay, einmal runter. Einmal Cultivated Princess, einmal Eldritch Drone. Jetzt machen wir mal das Richtige daraus und nicht den Scheiß wie das letzte Mal. Nicht schon wieder diese blöde Biene. Ich will die richtige haben. Das ist die falsche. Ich will nicht die Charmed Queen haben. Manno. Du machst das ständig falsch. Ist doch nicht. Ich kann es nochmal probieren, aber irgendwie. Klappt das? Ist das falsch? Ich verstehe das gar nicht. Cultivate, ich habe hier noch eine Princess. Wieso kommt da ständig diese blöde Charmed Bee raus? Cultivated Princess Eldritch Drone. Ich guck nochmal nach mit Esoteric Drone. Esoteric Drone. So. Cultivated Princess Eldritch Drone. Guck mal, was aus der Cultivated Princess werden kann. Cultivated und Valent, Cultivated und Rural. Ich brauche eine, da wo die Cultivated, ach nee, jetzt habe ich die Cultivated Drone, ich brauche die Cultivated Princess. Die brauche ich, genau. Esoteric Princess und Mysterious, ach nee, Quatsch, Cultivated Drone brauche, Cultivated Princess. Cultivated. So, Cultivated Princess, was kann ich daraus bauen? Mit Valent wird's eine Excited. Mit Rural wird's eine Farmed. Mit. Okay, dann komme ich. Ah, da. Mit Eldritch wird's Charmed. Was ist da falsch? Eldritch und Dings ergibt. Eldritch Drone, Cultivated Princess ergibt eine Esoteric Queen. Hm. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Nee, verstehe ich nicht. Gut, hier sieht's gut aus. Hier auch. Ich bin zufrieden. Gut, jetzt machen wir aber hier erstmal eine kleine Pause. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Minecraft Agrarian Skies. Es hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich noch mehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin, ciao.